Moin und herzlich willkommen zu Let's Play Torchlight 3. Wir sind jetzt weiter. War auch in der großen Halle drin. Der gefährliche Aufstieg. Mal schauen, was es hier zu entdecken gibt. Wie gesagt, ist leider nicht auf der Karte zu sehen. Man muss ein Stück gehen und dann sieht man es. Mit Pech taucht das Fragezeichen auch erst kurz vorher auf. So, und jetzt haben wir ja die Aufgabe, zum Maschinenwerk zu gehen. Ah, hier ist wieder unser nächster Punkt drin. Jetzt würde ich hier gerne auch noch mal reingucken. Den gebe ich jetzt hier einfach mal sowas hier. Ich weiß nicht, ob das Forts von anderen Spielern sind oder keine Ahnung. Die sind auf manchmal da auch auf dem Weg. Habt ihr sicherlich ja schon gesehen, mitgesehen. So, und hier geht es dann auch schon zum Maschinenwerk weiter. Aber so gefährlich war das jetzt nicht. Und ich wette, da wartet auch irgendwie da so eine Maschinenbestie oder irgendwie sowas. Ja, kommt mir auch aus dem zweiten sehr bekannt vor. Die Welt hier. Würde mich nicht wundern, wenn uns nachher irgendwie so ein Strahl oder sowas verfolgt. Und wir davon weglaufen müssen. Ja, genau. Die kennen wir auch. Die machen echt Schaden, halten zwar auch nicht so viel aus, die kleinen, aber ein paar Stück davon und man kriegt ernste Probleme. Jetzt haben wir hier den ganzen weißen Mist auf. Naja, ist auch egal. Da sind unsere ersten Champions. Oder Elite-Gegner. Blockier mein Relikt. Macht nichts, dann holen wir uns die Gänge hier rein. Nicht zu dicht kommen lassen mit dem Elektro. Ach, das war sogar ein Dings, ein Elite. Ich dachte, die gehören alle zusammen. Leider schicken wir den Begleiter los. Jetzt nicht tragisch. Hauen wir den alles mal rein. Können wir das auch noch mitnehmen? Ich glaube, da lag noch was. Nö. Dann ab da. Ne, machen wir die oben dann noch platt und dann schicken wir ihn weg. So, hatten wir da noch was? Burn up dafür. 1,5 Minuten ist er wieder da. So, das scheinen hier auch wieder mehrere Wege zu sein.
wir gar nicht so an uns rankommen lassen. Können wir uns nämlich gleich für 300 und ein paar Zerpflückte wiederbeleben lassen. Na, weglaufen, nicht hauen. Ich glaube auch, da die so lange brauchen, die Viecher, teilweise zum Hauen. Kannst ja mal testen. Tut das auch ganz schön weh. So, da oben ist, glaube ich, ein Wegpunkt. Ja, genau. Haben wir den hier schon mal. Trapped? Ich glaube, das ist hier so ein... Das war ein Aufladungsimpuls. Da hinten sehe ich auch schon das Fragezeichen. Der Begleiter ist jetzt auch schon wieder da. Aber nichtsdestotrotz, es gehört sich einfach, alles mal hier zu erkunden. Wer weiß, vielleicht finden wir hier unten mal eine schöne Kanone. Also die mit der Waffe kann ich gar nichts anfangen, wenn ich ehrlich bin. Also mit der Einhandwaffe. Die blaue war bedeutend schneller zugehauen und alles. Da sind ja mehrere bei. Jetzt hätte ich gerne tatsächlich meinen Relikt gehabt. Erst habe ich gedacht, komm, zünd es, hast eh noch ein bisschen zu laufen und dann ist es wieder aktiv, aber jetzt hätten wir es doch gebrauchen können. Oh, das war ein bisschen knapp. Aber dann müssen wir das halt so machen. Wir sind ja nicht stupide durchgelaufen, hier müssten ja keine Gegner mehr sein. So, gleich haben wir ihn. Jetzt kriegt er kalte Füße. Er auch hier. Aber das macht nichts. Sie zeigen uns nur den Weg, wo ihre anderen Freunde sind. Ja. Genau hier bitte. Da konnte ich nichts machen. Sorry, Leute. Aber das müssten sie dann auch nochmal ändern. Dass wenn der Gegner wirklich tot ist, da irgendwelche Sachen von oben kommen, dass die dann halt keinen Schaden mehr machen.
So, wollte ich hier oben noch mal in der Mitte gucken. So, dann gehen wir unten weiter. Genau. Sieht eigentlich nicht verkehrt aus, was wir gerade machen. Dann würde ich mal so irgendwie, vermute ich mal. Wir werden sehen. Oh, das wären ganz schön viele davon, diesen Dingern. Sollten aber erst diesen auf diese Aufladestation wegmachen. Also ist wahrscheinlich zu spät. So, wir gehen jetzt hier einfach mal lang. Kurzes Stück zurück. Ah, es hat sich gelohnt. Da oben ist nämlich noch einer von den Dicken. Hier würde ich auch alle Mineralien einsammeln, die so offensichtlich sind. Weil manchmal besondere Materialien drin sein können, die ihr dann für euer Fort braucht, wenn ihr da was Besonderes hinbauen wollt. Ich glaube, sonst kann euch das eigentlich egal sein, so wie ich das jetzt mitbekommen hatte. Da war noch eine Trommel, nichts drin.
are overburdened. Jetzt nicht mehr. It's a trap. Na? Oh, das sieht wieder nach Spaß aus. Dann kommt mal runter hier. You're close to dying. So. Kurz mal auf die Karte gucken. Hm, wir sind jetzt okay. So, dann würde ich jetzt mal, gehen wir so. Ja, würde ich sagen. Ach, der hat die Golddinger für uns. Is low. Oh, gehen wir hier unten lang. So, noch ein kleines Stück. So, da können wir dann später hochgehen. Sieht man ganz gut in der Karte, obwohl wir müssen wahrscheinlich eh da noch lang, vermute ich jetzt einfach mal. Wir gehen da mal rein. Zur Fertigungslinie. So, da sind wir auch schon. Wow, da kommen ja ganz schön viele. Oder liegt noch ein bisschen was, das will ich mitnehmen.
ist wieder so eine Aufladestation. Okay. Das tut mir schon weh. Nichts weiter. Ich wollte sagen, geben wir es dem Begleiter, aber der ist gerade nicht da. Da hatte ich mitbekommen. Machen wir das aber mal jetzt eben. So, wie wir sehen, haben wir nichts Besonderes irgendwie. Da müssen wir auch noch mal irgendwann was Neues kriegen. Lassen wir mal. Der hat auch einen Zweier-Sockel. Das heißt, da könnten wir uns noch was reinschmieden. Das ist immer gut. Ich sehe eine Phasenbestie. Ist das hier ein Geheimgang oder? Jo, da ist sie down. Kurz nochmal platt hier. Aber selbst wenn wir die besiegen, starten wir ja nicht von hier, sondern vom Anfang. Ich denke, das geht aber. Ist vertretbar. Wir können unser Glück mal versuchen. Kostet ja nichts. Selbst wenn wir sterben, glaube ich, dann sind wir ja nur vorne. Oh, kostet ja kein Gold oder sowas. Wie gesagt, wir brauchen ja noch was Schönes. You know, Rookie, you remind me of my brother. He was a real stickler. Always followed the rules. I tried to convince him to join me and do mercenary work. We could have been a team. But he was determined to join the Empire. He always wanted to make captain. Well, he made it. He made it and died a captain. Now the Empire's pushed all the merc companies out of business. So the only paying work is Imperial. It's humiliating. Well, turns out there's plenty of opportunities if you know where to look. Sign my checks now. They really know how to make a guy feel appreciated.
And hey, if you survive this fight, who knows? We might let you join us. For now, I'm heading down to visit Echo Landing. I hear it's gorgeous. So, bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Relikt ist aktivierbar. Oha. Oha. Also das wird richtig zäh werden, liebe Freunde. Oder auch nicht. Ein Knalli und das war's. Schade. Da brauchen wir irgendwie mehr Elektrowiderstände, dass wir da nicht One-Hit sind. Naja, schade. Ja, und wie zu befürchten, starten wir noch weiter weg. Okay. Also am besten gar keine Phasenbestien mehr machen. Maschinenwerk, Fragezeichen ist da unten. Da wollen wir wieder hin. Ich habe gedacht, wir starten wenigstens da jetzt am Anfang. Okay. Weil die Phasengegner sind schon heftig. Manchmal hat man Glück und man hat einen einfachen. Dass der uns jetzt mit einem Schlag oder ins Jenseits befördert. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Na, was soll's. Nehmen wir die mal mit. Hier sind wir ein bisschen schneller. Aus Frust zünde ich jetzt mein Relikt hier. So. Er lebt noch. You are wounded. Hier hätte man es ja noch fast besser gebrauchen können. So, da können wir nicht lang. Kann ich jetzt auch irgendwie nicht einsammeln. Naja, nicht schlimm, ist nichts Rotes. Sonst hätte ich da noch ein bisschen rumprobiert. Wir sind wieder super starke.
solche Phasenbestien, wenn die so stark sind, das wird einfacher sein, wenn man da mit mehreren Leuten in Gange ist. In der Regel ist einzeln sowas immer ein bisschen schwerer. So, das reicht mir jetzt hier. So. So, hier geht's nicht weiter, da müssen wir ein bisschen umlang laufen. Denn schon. Das war der. Oder noch so viele. Jetzt hat, kann er uns irgendwie keinen Schaden machen. Das ist auch nicht ganz so richtig. So, gucken wir nochmal, das sieht gut aus. Und ja auch die anderen roten und anderen Gegner noch finden. Oha. Besiegt den Überspanner. Da ist er schon. Ja, und jetzt wird es Zeit für ein Relikt hier. Oh.
Der ist ja riesengroß hier. Alter Schwede. Übergroß ist der. Boah, wo kommen die denn jetzt alle mal her? Jo, da haben wir ihn. So, was richtig Gutes war nicht dabei. Ist aber nicht schlimm. So viel Schrott liegt hier schon auf dem Boden. It's a trap. So, dann können wir hier ganz kurz nochmal unseren Begleiter ein bisschen vollstopfen, weil viel Platz haben wir auch nicht mehr ab dafür. Ich dachte, da ging es nicht hier. So, hier ist das Säckchen Gold, was wir suchen. Einfach mal hier den hier. So, wollen wir erstmal gucken, was hier drin ist. Ja, wir sind überladen. Nun, wenn das nicht Grays Lieblingsrekrut ist. Hört her, Rekrut, ich habe das Sternentor gefunden. Und weil ich ein prima Kerl bin, markiere ich es auf eurer Karte. Hey, was meint ihr? Woher ich vom Sternentor wusste? Bah! Wir verschwenden Zeit. Das Tor findet sich nicht von allein. Geht jetzt. Quest finished. So. Quest finished. Neues Halsband für unseren Begleiter. Sprenggewehr. Wenn wir nicht so schlecht mit einer Zweihandwaffe wären, würde ich das vielleicht machen, aber... Lieber nicht. So. Dann wollen wir das hier mal alles nehmen. Lebens, was haben wir da?
Ja, würde ich sagen, das können ja Materials dann werden. Genau wie unser Halsband. Begleiter ihm ist immun gegen Elektroschaden. Das hätte ich auch gerne. Hätten wir uns da den Tod gespart. Aber bevor wir jetzt hier abdampfen, gucke ich da nochmal den Fitzelrest da an. Ah, da hauen wir wesentlich schneller mit zu. Ja, das war das. So, an dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen beim nächsten Mal weiter mit dem Lagerhaus, dem geplünderten Lagerhaus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.